Hallo Freunde der Nacht, da bin ich euer Sadu mit einer neuen Folge Imperator Rom. Wir sind Sachsen. Wir sind nach wie vor hier im Krieg mit dieser Allianz Eburovakiens. Und wir haben auch noch unsere Missionen weiter abgewickelt, haben hier diese Mühlen von Suadonien fertiggestellt und als nächstes hätten wir entweder hier Getreidespeicher. Achso, haben wir auch schon bereits umgangen, ja. Das hier müssen wir machen. Investiert in drei neue Handelsrouten in Chassoarien und das kostet uns mit hoher Wahrscheinlichkeit Unmengen an Politikeinfluss. Müssen wir nachschauen. Achso, wir haben noch eine kostenlose Provinzinvestition übrig. Dann nutzen wir das mal, um hier noch eine Handelsroute zu etablieren. Ja, das dauert jetzt hier, bis die durch ist. Warten wir mal ab. Und unser Bruder, der gute Muzera der Erste, der ist auch stinkig auf uns. Ich glaube, der hat nur noch 10% Loyalität, aber der ist nicht allzu mächtig, zum Glück. Müssen wir im Auge behalten, den Schlingel. Aber wie gesagt, er ist halt zum Glück nicht mächtig. Aber trotzdem schart er halt Unmengen an. Wie sagt man, Unterstützern hinter sich. Und da gibt es natürlich dann schon sehr mächtige. Schaut mal, Statthalter von Belgien zum Beispiel unterstützt ebenfalls Mutzera, den Ersten. Naja, der kleine Schlingel. Gut, wir konzentrieren uns wieder auf den Krieg. Da haben wir ordentlich zu tun. Und was ich auch noch geschaut habe, bevor wir uns dann nun doch schlussendlich auf den Krieg konzentrieren. Wo war das denn? Nein, das war das nicht. Irgendwo. Ach hier, schaut mal, Lukien. Also wir haben hier eine einzige Siedlung. Und die werden wir versuchen an Lukien abzutreten. Dann haben wir eine illoyale Provinz weniger. Oh je, haben wir schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht. Wo ging denn das? Das war relativ einfach eigentlich. Spionage? Nee. Beziehungs auch nee. Einflussaktion? Territorium verkaufen, ja. Das Territorium wollen wir an euch verkaufen. Gebt uns ein Goldstück. Ein symbolisches Goldstück. Oh, die geben uns mehr. Die geben uns drei Goldstücke, Leute. Für so ein Riesengebiet, aber wir wollen es abstoßen. Ja. Und da haben wir es los. Und hier ist eine illoyale Provinz weniger. Veljokasien, wo ist denn das bitte? Das ist auch noch so eine Problemprovinz. Hier ist das. Aha. Ja gut, das könnte sich dann auch erübrigen, wenn vielleicht, wenn wir hier unten die Sachen erobert haben. Also erobert sind sie, aber sie sind halt noch nicht direkt in unseren Besitz übergegangen, weil wir ja noch im Krieg sind mit Eburovakien. Und hier unten gab es eine große Schlacht. Da hat Allobrogien ordentlich ins Gesicht bekommen. Da müssen wir aufpassen. Wir marschieren da ja auch schon mit unseren Truppen in die Nähe, um dort vielleicht einschreiten zu können. Schaut mir, es sind wieder Söldner am Start. Wir müssen aber auch aufpassen. Wir waren über 4000 Goldstücke. Jetzt sind wir unter 3000 angelangt. Und hier kommen auch nochmal neue Söldner. Also das mit den Söldner kaufen hat bisher überhaupt nicht funktioniert. Mal schauen. Ob wir es vielleicht irgendwann mal durchbekommen. Wow. Kommen auch nochmal 17.000 neue Truppen an. Das sind auch Söldner. Die können wir gar nicht anklicken.
Aha, so. Fünfhundertachtundzwanzig. Versuchen wir es? Ja, wir versuchen es. Es kann natürlich sein, dass wir das Gold gar nicht zurückbekommen. Wartet mal. Angebot abgelehnt. Die lehnen das Angebot ab, behalten aber das Gold. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, weil ich hatte mich am Anfang, hatte ich mir unsere Schatzkammer angeschaut und gesehen, nur heu. Wir hatten doch eigentlich über 4000, hatten wir so viel Geld schon ausgegeben, aber jetzt weiß ich, woran das liegt, Leute. Wir bekommen das Geld nicht zurück, oder was? Das ist einfach weg. Was ist denn das für ein Mist? Wollen die uns veräppeln? Wir geben den 500, über 500 Goldstücke. Und die sagen, nö, wir lehnen euer Angebot ab, aber behalten das Geld? Finde ich ja klasse. Was ist denn das für ein Mist? Wow. Ein 12er General ja auch noch. Alles Ebenen. Dreiundzwanzigtausend Mann, das wird knapp hier. Gefällt uns überhaupt nicht. Wir könnten die 10.000 Mann noch mit dazu holen. Machen wir. Das Einzige, was nicht da passieren darf, ist, dass die uns hier abfangen. Hier unten kommt es wieder zu einer Schlacht. Die haben mittlerweile 40.000 Mann zusammen. Tauriskien lässt sich abfangen. Also der Krieg läuft immer mehr aus dem Ruder. Ich bin versucht, komplett die Aufgebote auszuheben. Allobrogien hat halt richtig ins Gesicht bekommen hier. Da kommt auch nichts mehr nach von denen im Moment. Oh Mann, wie macht man das? Achtzehntausend, achtundzwanzigtausend, achtunddreißigtausend. Wenn wir die 10.000 noch dazu mitnehmen. Das ist ein Stufe 4 General, den die hier haben. Wir werden versuchen, hier einen Krieg zu provozieren. Also eine Schlacht zu provozieren, einen Krieg. Wir sind ja ohnehin schon im Krieg. Die greifen uns hier direkt an, ist leider nur Ebene. Aber hier gibt es überall nur Ebene. Sehr ungünstig. Hä? Jetzt ist das ein Level 15er General? Was ist denn das für ein Quatsch? Da war das wahrscheinlich. Der Taurisker war ein Level 4 General. Ja, die sind auch schon fest. Dann heißt's ganz schnell da rein. Das wird die erste Entscheidungsschlacht. Wenn wir die Schlacht hier mit den Söldnern verlieren, ich befürchte es fast, müssen wir Aufgebote ausheben. Da kommt es zur Schlacht. Im Moment ist noch überhaupt keine Verstärkung drin. Jetzt kommt langsam die Verstärkung von uns mit rein. Und es sieht danach aus, dass wir die Schlacht zu unseren Gunsten umbiegen können. Ja, wir werden die Schlacht gewinnen, Leute. Gott sei Dank. Absolute Entscheidungsschlacht hier gewesen. Unermüdliche Hingabe, wir kennen das. Das bringt uns Stabilität.
Sehr gut. Wir haben 7.500 Mann verloren, aber die Gegner haben über 16.000 Mann verloren. Das ist natürlich eine Hausnummer. Teilen wir uns erstmal auf, um überhaupt mal noch Überblick zu haben, was wir denn hier so an Söldnertruppen noch zur Verfügung haben. Allobrogien ist ja irgendwie durchgebrochen. 17, die 23.000 Mann bereiten uns hier noch Sorgen. Deshalb können wir nicht so sorglos hier mit diesen zwei Armeen umgehen. Werden die hier nach wie vor mal zurückhalten. Und ihr seht, hier kommen auch schon wieder neue Verstärkungstruppen der Gegner an. Ja, die wollen es wissen. Wo marschieren die hin? Auleak, nee. Vindinum. Die wollen hier die Festung belagern. Das könnten wir mit den zwei Armeen in Angriff nehmen. Wir werden vorsichtshalber aber mal hier noch eine Söldnerarmee abziehen. Am besten die, weil die am nächsten dran ist. Und können dann hier die Belagerung vielleicht unterbinden. Die rennen bloß rein und wieder zurück. Wir nutzen die Gunst der Stunde und hoffen mal, dass wir die abfangen können. Bin mir nicht sicher, ob es gelingt. Wir versuchen es aber. Sieht nicht so aus, dass wir es schaffen können, die abzufangen. Nein, die kommen rechtzeitig raus. Das ist schlecht. Kriegsstand. Also wir müssen jetzt erstmal keine Truppen ausheben, weil wir hier diese Riesenschlacht gewonnen haben. Wir werden versuchen, hier weiter mit diesen drei Armeen Allobrogien zu entlasten. Unsere Gegner weiter vor uns hertreiben. Was ist das hier? Ach, das ist eine Flotte. Unsere 27 Schiffe halten hier sämtliche Gegner ab. Das ist schön. Die haben auch, glaube ich, kein einziges Mal versucht, hier irgendwie eine Landung hinzubekommen. Tauriskin lässt sich dort unten wieder abfangen. In letzter Zeit erkennen wir Rivale am Hof, er hier. 16er Machtbasis, aber der hat eine sehr hohe Loyalität. Ach, das ist der General. In Ordnung, habt euren Willen, wir geben ihm nach, wir verlieren Beliebtheit, wir sind ohnehin nicht wirklich der beliebteste Herrscher. Oder wir sagen, genug von diesem Unsinn, ihr seid nicht der König. Was können wir machen? Der hat 90 Loyalität, dann verliert er halt nur 10 Loyalität. Und wir sehen ihn, nee, er sieht uns als Rivalen an. Das ist ein Söldner, der wird wieder irgendwann entlassen, hoffentlich. Genug von diesem Unsinn, ihr seid nicht der König. Die Leukische Revolte will mit uns handeln. Können sie machen. Wirtschaftsinvestition ist durch. Importrute für unsere Hauptstadt dazugewonnen. Schauen wir uns gleich an. Mission müsste jetzt 1 von 3 dastehen, jawohl.
Was haben wir hier? Salz. Unedle Metalle. Salz hatten wir nachgeschaut. Bringt uns nichts. Nur was für die Legionsunterhaltskosten. Edelmetalle. Hatten wir das nie ausgewählt, Edelmetalle? Wartet mal. Wir schauen uns erstmal unedle Metalle an. Das können wir mit Allobrogen handeln. Machen wir auch. Und schwupps. Schon haben wir leichte Infanterieoffensive plus 10%. Ganz wichtig. Ich dachte, wir hätten das schon. Aber kann auch sein, dass das ein Anzeigefehler letztens war. Jetzt haben wir ein Problem. Das kostet halt 72 Politikeinfluss. Das ist so viel Geld. Aber um die Mission abschließen zu können, müssen wir es halt machen. Ich fände zwar nach wie vor, also ich fände, dass es uns mehr nutzen würde, wenn wir weiter Städte gründen. Aber um die Mission halt voranzubringen, müssten wir das halt auch machen. So, hier hatten wir ja eine Stadt gegründet. Die Bürger sind zufrieden, die freien Männer ebenfalls. Die Sklaven sind nicht so richtig zufrieden, obwohl wir hier denen schon zwei Mühlen gebaut haben. Und ja, ich weiß, das klingt unsinnig, funktioniert aber halt so in dem Spiel, dass die lokale Zufriedenheit um 12 steigt pro Mühle. Wir bauen denen mal noch eine Mühle. Kornavien möchte handeln, sehr gern doch. Die werden versuchen, hier die 15.000 Mann wahrscheinlich abzufangen. Kann aber auch sein, dass sie auf uns losgehen. Wir sind hier nur mit den 9.500 Mann vor Ort. Sind relativ breit aufgestellt. Also am einfachsten wäre, wenn wir unsere Armee halt aufteilen würden. Aber ihr wisst das ja. Das ist schwierig, Armeen aufzuteilen. Je länger man, also je ausgedünnter man dasteht, umso schwieriger wird es dann, schnell reagieren zu können, wenn die an einer Stelle versuchen durchzubrechen. Vielleicht bietet sich ja mal eine günstige Gelegenheit. Wir importieren nicht länger Fisch. Aha, das ist schlecht, weil Fisch bringt was Wichtiges. Müssen wir uns dann mal drum kümmern. Wir dürfen jetzt nur hier diesen Konflikt nicht aus den Augen lassen. Kommen schon wieder neue Söldner. Unfassbar. Wahrscheinlich werden wir gezwungen sein, irgendwann dann Frieden zu machen. Außer wir heben unsere komplette Armee aus. Ja, die werden die jetzt hier abfangen mit ihren 25.000 Mann. Das ist halt auch nur ein 8er General, der ist weit weg, ohne Unterstützung. Wir können halt auch nicht überall sein. Oder wir lassen hier eine Rumpftruppe zurück, weil ihr seht das hier oben. Tauriskin kommt jetzt hier auch so langsam mit seinen Armeen an. Oder mit einem Großteil seiner Armeen an. Mit Armeen sind die hier schon lange auch im Krieg mit drin. Und konzentrieren uns jetzt hier nochmal. Also, wir haben ja jetzt wirklich zwei Gebiete. Zwei gute Gebiete uns schnappen können. Das könnten wir zum Beispiel nach Allobrogien geben, wobei ich da gar nicht so ein Fan von bin. Weil die, ihr seht das hier. Topografisch, die gehen jetzt hier vom Mittelmeer bis hoch zum Atlantik. Die trennen uns sozusagen ab.
Dann könnten wir hier nicht weiter voranschreiten. Aber das wäre okay, dass wir uns hier diese Gebiete einverleiben. Von Eboro. Ich sag das jedes Mal verkehrt, oder? Eborowiekien. Dass wir die komplett annektieren und das Alloprokien geben. Viel mehr wird jetzt hier nicht rauszuholen sein. Also vielleicht noch Aulerkien, aber das würde auch nicht in unsere Hände fallen, sondern wir könnten das dann Alloprokien geben. Es bringt halt nichts, so eine Enklave zu haben, finde ich. Wir versuchen mal, die Verhandlungen in Gang zu bringen. Vielleicht sagen die auch, geht weg, ihr stinkt. Also, das Gebiet an uns. Ebenso das Gebiet, das Gebiet. Das alles würde an uns gehen, würden die hier sogar mitmachen. Dann könnten wir hier ja, an Sachsen, das soll nicht an Sachsen gehen, das soll an Alluprokien gehen. Nee, nee, wir wollen das nicht haben für uns. Aulerkisch Amorica. Ist das Aulerkisch Amorica? Aha, das Gebiet ist das. Das könnten wir denen geben. Das würden die sogar noch mitmachen. Aggressive Expansion würde richtig hochgehen. Wir werden hier dann gut ordentlich unseren Kriegsstand ausgereizt. 6 Punkte hätten wir dann noch übrig. Da wird aber nicht mehr viel gehen, befürchte ich. Ja, das ist okay. Wir machen das, Leute. Ehe wir jetzt hier uns noch weiter verzetteln in diesem Krieg, wo ohnehin für uns nicht mehr viel zu holen ist, da uns halt Alluprokien hier getrennt hat, machen wir das. Frieden. Die eborowiekische Elite verbannt die Elite und tötet den Rest. Hier seht ihr nochmal die ganze Aufteilung, also das ganze Gebiet hier ging an uns und das Gebiet hier an Alluprokien. Die Söldner konnten wir leider wieder nicht über den Jordan schicken. Dann ist das nach wie vor unser stehendes Heer. Und die anderen Söldner können wir alle auflösen. Und dann müssen wir uns auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen Geld zusammensparen. Fertig. Ja, schaut mal, und jetzt geht das nämlich auch schon nach oben hier. Hat viel mit den Gebieten zu tun, wenn die Provinz nicht komplett uns ist. Jetzt ist er aber komplett uns. Schauen wir uns mal an, was wir denn hier alles so bekommen haben. Also was mir als erstes auffällt, hier gibt es eine Menge Festungen. Schaut mal, auf engstem Raum sind hier 3 Festungen. Angeblichen Bürgerkrieg. Wankyo Tankrit, Statthalter von Belgien. Ah, okay. Schaut mal den seine Machtbasis an. Das ist halt ein Großteil Belgien hier. Ja, hat er jetzt alles dazu bekommen und hat dadurch eine riesige Machtbasis. Den müssen wir unbedingt auf unsere Seite ziehen. Das geht nicht. Wir könnten den Gehalt gewähren. 6 Leute würden da auch noch aber davon profitieren. Das wäre eine Katastrophe eigentlich. Machtbasis 63. Einfach unfassbar. Der ist Familienoberhaupt und hat
halt auch noch dieses Statthaltergebiet unter sich. Wow. Wieso können wir den nicht bestechen? Dauert noch ein Jahr. Dann können wir den wieder bestechen. Dann müssen wir ein bisschen abwarten, Leute. Und dürfen das hier aber auf keinen Fall aus dem Auge verlieren. Einen Bürgerkrieg können wir überhaupt nie gebrauchen. Gut, jetzt wieder zu diesen Festungen zurück. Erstmal ein bisschen Zeit vergehen lassen. Wir gehen hier hoch. Kümmern uns um unsere Flotte, sagen, die sollen mal ja, Piraten vernichten. Und benutzte Handelsroute. Edelmetalle, oder? Ne, Fisch hatten wir gesagt. Fisch war wichtig. Kaledonien, freie Männer, nationale Zufriedenheit 8% mehr. Richtig, richtig heftig. Venetien möchte mit uns handeln, machen wir gern. Ebenso die Ägypter, Armeen im Exil. Ah, die holen wir zurück, ja. Lukien ruft uns zu den Waffen. Gegen wem denn? Skirien und Toruntien. Hier oben die. Konnte das nie ein paar Monate vorher passieren, bevor wir unsere Söldner auflösen? Das Riesenproblem ist halt, ehe wir hier hinten sind, während die hier schon Eroberungen durchgeführt haben. Ich glaube, die zwei sollte man auch nicht unterschätzen. Wir müssen aber denen helfen. Wir wollen ja hier einen starken Verbündeten im Osten haben. Also es nützt alles nichts. Wir müssen denen helfen. Halt, 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 halt. Was? Oh mein Gott, ich hab's nie gelesen. Die Stabilität ging nach unten. Um 40, Leute. Ich glaube, ich spinne. Es ging zu schnell. Wir haben mit irgendjemandem hier Militärzugang und deswegen zählt das hier als extrem aggressiver Akt oder so. Oh, so ein Mist. Das kommt davon. Das ist natürlich jetzt richtig bescheiden. Na gut, passiert. Das ist das Problem, wenn man auf Iron Man spielt. Ärgert mich heftigst, aber okay. Passiert, passiert, passiert. So. In Ruhe überlegen. Söldner. Ist das überhaupt hier im Osten für ein Gebiet? Venetien. Wir könnten uns da auch noch Gebiete leisten. Das Riesenproblem ist halt, das wird halt bestimmt eine andere Religion und Kultur alles haben, oder? Es geht. Nee, nee, das gehört mit zu unserer Kulturgruppe. Also die Gebiete hier und die Gebiete hier oben auch noch zu unserer Religion. Nur die Gebiete hier ganz im Osten sind nicht unsere Kultur und auch nicht unsere Religion. Aber das hier zum Beispiel, Skirien, na gut. Also Gebietsgewinne wird es für uns nicht wirklich viel geben. Aber was haben wir denn hier für Söldner in der Nähe? Ich glaube, so niedrig war die Stabilität noch nie. Söldner. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen perplex. Ja, da gibt es keine gescheiten Söldner, vor allem keine guten Generäle. Wir werden wahrscheinlich einen sauren Apfel beißen müssen und die halt aus einem zentraleren Gebiet
Oder also in einem weit entfernten Gebiet rekrutieren, um die dann hier in den Osten zu schicken, um Lucien zu unterstützen. Söldner, Söldner, Söldner hier. Ja, das sind alles keine gescheiten Söldner. Die anderen, ja gut, die könnten wir noch rekrutieren, aber wisst ihr, wie lange die brauchen, bis die da oben sind? Aber es nützt ja alles nichts. Also entweder wir werden die schlechteren Söldner hier rekrutieren. Schauen wir bloß gerade an, was die so für Leute haben, für Generäle, auch keine gescheiten. Dann beißen wir in den sauren Apfel und rekrutieren hier vor Ort die Söldner. Ziehen die erstmal in unser Gebiet, damit die Moral regenerieren können. Anschlüsse sind erlaubt. Passt. Schrein von Alken geplündert. Der große Schrein in Erbien, der Algen geweiht ist, wurde von den Truppen von Skiren geplündert. Unsere Priester versichern uns, dass dies nur Unglück über Erfolg bringen kann. Wir werden diese Verbrechen nicht vergessen. Sachsen verliert 25 Meinungen mit Skirien. Die heilige Stätte in Erbchen wird zerstört und wir sagen, wer kann, oder wir sagen, wer kann einen Soldaten die Plünderung vorwerfen? Wir gewinnen 10 Meinungen mit Skirien, aber das ist uns relativ egal. Das wird ohne, so oder so immer zerstört. Ja, wir machen das Erste. Wir sind da überhaupt nicht erbaut darüber. Kimpirin könnte in 45 Monaten rebellieren. Ist halt ein Problem hier oben. Also die Stadt hat halt hier ein Riesenproblem. Die sind überhaupt, ja, wie soll ich sagen, die sind komplett außer Rand und Band. Es liegt zum riesengroßen Teil an der Stadt. Wir können das nur versuchen, mit rauer Behandlung ein bisschen einzudämmen. Aber es wird langfristig die nicht aufhalten. Die niedrige Stabilität tut natürlich ihr Übriges dazu. Die Leukische Revolte hat auch noch Krieg, ja. Aber Leukchen scheint das langsam aber sicher in den Griff zu kriegen. Leider. Wer will mit uns handeln? Konsaranien machen wir. Die Moral von unseren Truppen ist hier nach wie vor sehr gering. Brauchen wir jetzt nicht versuchen anzutreten gegen die. Noch nicht. Wir müssen noch mehr Söldner rekrutieren. Wir haben ja sonst keine Chance. Dann schicken wir die Söldner da hoch. Wir werden die aber mit der Flotte hochschicken. Geht einfach schneller. Auf geht's. Kornspeicher überfallen, dann nehmen wir immer das Oberste.
Am teuersten, aber am wenigsten negative Einflüsse. Brigantien möchte mit uns handeln, machen wir. Ich weiß, wir haben schon extremst hier überzogen. Ein kleiner Nachtrag. Bringt uns wieder Stabilität, kostet uns nur 10 Politikeinfluss. Machen wir sehr gern sogar. Stabilität, Stabilität, Stabilität. Und die Truppe einschiffen und jetzt nach oben schicken. Die Moral ist noch zu niedrig. Wir können da noch nicht eingreifen. Das wäre verheizte Truppen hier oben. Wir warten, bis die 9000 Mann auch angekommen sind. Wahrscheinlich. Und das Ganze wahrscheinlich auch in der nächsten Folge, Freunde der Nacht. Etwas überzogen, aber ich wollte wenigstens die Truppen hier noch auf die Schiffe bekommen und denen schon mal den Reisebefehl hier geben. Und ja. Das war's eigentlich. Wollte ich sonst noch irgendwas sagen? Ja, einfach nur, dass das Scheibenkleister war hier mit diesen 40%, ey. Naja, passiert. Freunde der Nacht, das war natürlich auch wieder nicht unser Fehler, ja. Das war ein Fehler von irgend so einem Diplomaten, der da viel zu schnell zugesagt hat. Freunde der Nacht, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir ein Däumchen oben da, schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts oben gibt es natürlich noch einen Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich heftigst freuen. Und ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.